YouTube, kennt ihr noch das Spiel, wo wir super leise sein müssen, weil wenn wir einmal laut aufschreien, sind wir tot und das Spiel geht wieder von vorne los? Genau, Sch heißt das Ganze. Wir haben das erste Level gespielt, Morgans Haus, aber jetzt gibt es den Hexenwald. Wir gehen heute gemeinsam in The Witch Forest. Wir müssen wieder super leise sein, einmal aufschreien und wir sind tot. Erschrecken verboten, könnte man sagen. Aber wir werden heute nicht nur das Update von Sch gemeinsam spielen, sondern wir werden vielleicht noch ein weiteres Indie-Horror-Game direkt in dieses Video hineinfusionieren. Vielleicht nicht nur eins, vielleicht sogar drei insgesamt. Wer weiß das schon? Dem Wahnsinn sind einfach keine Grenzen mehr gesetzt. Ihr könntet natürlich nach vorne spulen und herausfinden, ob es noch ein weiteres Indie-Horror-Game in dieses Video hier geschafft hat. Aber das wäre Spoilern. Ihr würdet euch selbst betrügen. Wollt ihr das wirklich tun? Wollt ihr das? Ich glaube nicht. Deswegen bewerten und kommentieren mit Hashtag Selbstbetrug. Aber hey, okay, leise sein. Okay, Leute, das Mikrofon ist eingestellt. Ich bin ganz nah dran, ich rede leise. Aber wenn ich mich jetzt erschrecken würde, würde ich sofort sterben. Kleiner Test. Ah, oh Gott, ich bin tot. Okay, ihr habt's gesehen. Für die Leute, die mir immer wieder Betrug vorwerfen, das ist so eingestellt, dass ich leise reden kann. Aber sobald ich einmal ein bisschen zu laut werde, tot. Let's go! Ah, ist das nicht schön? Ein wunderschönes kleines Wäldchen. Ist eigentlich eher so ein ASMR-Horror. Wir gehen gemeinsam spazieren, Rehe beobachten, Pilze pflücken. Vielleicht, wenn wir ein kleines Häschen sehen, dann würgen wir es ein bisschen. Was man eben so macht, bei einem friedlichen Waldspaziergang. Entspann dich, lehn dich zurück, genieße meine sanfte, beruhigende Stimme, achte nicht auf die Laute des gequälten, gewürgten Häschens. Das sind ganz normale, natürliche Waldgeräusche. Da vorne steht eine Frau an einer Brücke. Sie sieht aus wie eine Waldbraut. Wir sagen Hallo. Okay. Kann ich hier durch? Nö. Das ist massiver Busch. Jetzt wird's gruselig. Das erinnert ein bisschen an Blair Witch, ne? Ich habe keine Ahnung, was uns hier in Level 2 erwarten wird. Aber ich habe so das Gefühl, die Nummer wird sehr, sehr unangenehm. Und die Taschenlampe spinnt auch wieder rum. Verdammte Dreckstaschenlampe. Warum spare ich immer an den Taschenlampen? Jedes Mal denke ich mir, kauf doch mal eine gute. Und nicht immer nur so einen billigen Dreck. Wo bin ich denn jetzt? Oh nein, Alter, ein roter Ballon. Das ist doch Pennywise. Entweder arbeitet die Hexe. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Also entweder arbeitet die Hexe Teilzeit als Clown oder hier ist wirklich Pennywise unterwegs. Der hat doch auch in einem Wald gehaust. Strickstrich. Gully. Strickstrich. Höhle. Strickstrich. Altes verlassenes Haus. Oh Gott. Ich darf nicht laut lachen. Ich darf nicht laut lachen. Ich meine, das erste Level war schon sehr, sehr trashig. Aber ich glaube auch, das zweite wird nicht besser.
Ich habe mich verlaufen. Mein Name ist Hänsel. Kann ich denn vielleicht in den Wald hinein? Nee, ne? Nicht so richtig. Jetzt sagt nicht, wir laufen hier nur diese Waldstraße rauf und runter. Das wäre auch ein bisschen weird, oder? Irgendwas leuchtet da hinten. Ist das ein Feuer? Ah, nee, wir müssen wirklich auf dem Weg bleiben. Der kleine Hänsel, der hält sich an den vorgeschriebenen deutschen Trampelpfad. Wisst ihr, was richtig kacke bei solchen Spielen ist? Wenn man sich so in den letzten 10 Minuten oder in den letzten 2 Minuten des Spiels erschreckt. Das ist richtig zum Abkotzen. Was ist das denn? Das ist der Himmel. Und da hinten ist ein Lagerfeuerchen. Okay, der Hexenzirkel. Ladies. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Yo. Da war der Ballon. Was zur Hölle? Plötzlich ist es hell. Plötzlich ist es hell. Was hat das nur mit diesem Ballon auf sich? Der hängt ja schon wieder hier. Boah, ich hätte sowas von keinen Bock, in so eine Hütte reinzugehen. Alter, was ist das denn? Eine Frauenleiche. Da stand doch eben gerade noch jemand. Was geht hier ab? What? Okay. Das war eine ziemlich wilde Nummer, ne? Hätte mich beinahe gehabt. Beinahe. Aber wir waren besser. Okay, Hände hoch. Wer hat geschrien, hm? Warum haben die denn alle so verpixelte Gesichter? Alles klar, der Hexenwald ist schon echt eine Scheißgegend. Was ist das denn für ein Dude? Ist doch keine Hexe. Irgend so ein Typ in einem schwarzen Jogginganzug.
Mit einem Totenschädel. Mit einem alten Skelettkopf. Auch diese Zeitsprünge. Bumm, es ist Tag. Bumm, es ist Nacht. Das hier ist aber jetzt eine andere Hütte. Die sieht irgendwie weniger verranzt und weniger nach Heroin aus. Und das ist dieselbe Hütte. Das ist dieselbe Hütte. Okay, von vorne sieht sie echt besser aus als von hinten. Ein Eimer Eingeweide. Der ist doch neu. Schmackofatz. Okay, Türen können wir nicht öffnen. Ich würde gern hier rein. Guckt euch das mal an. Das sieht richtig nett aus, ne? Das sieht richtig gemütlich aus. Hier wohnt die Hexe. Jetzt werden wir von irgendwelchen Geistern verfolgt. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Aber bis jetzt hat das Spiel noch nicht wirklich irgendwas aus dem Ärmel gezogen, was mich so richtig fertig macht. Das Geistervieh steht da hinten noch rum. Da ist auch eins. Was ist das denn? Wie komme ich denn da hin? Da liegt irgendwas auf dem Boden. Wieder eine verpixelte Leiche. Warum sind diese ganzen Leichen hier verpixelt? Der ganze Wald hier hat ja einen strikten Weg, ne? Aber trotzdem finde ich, es ist ziemlich schwierig, diesen Weg halt so richtig zu deuten, wenn da nicht rein zufällig Partyutensilien im Wald rumhängen, ne? Ich glaube, irgendwie die Tür hier geht auf. Verdammt, kann ich jemand mal die Leiche wegräumen? Die nervt und die stinkt. Vielleicht hier weiter? Ne, hier waren wir ja auch. Hier ist Ende. Hier ist diese Leiche. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Vielleicht nochmal zu dem Skelettmann. Was ist mit dem hier? Kann der mir nicht weiterhelfen? Oh, hier drüben ist eine Brücke. What the fu, Alter? Okay, die Hexe ist einfach nur... Die ist einfach nur richtig dämlich. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Oder ich bin immer noch hier. Jetzt nochmal zu den Ballons. Schwimmt da irgendwas im Fluss? Okay, die... Taschenlampe spinnt rum. Ist doch schon mal ein gutes Zeichen, oder nicht? What? Die Zeit wurde zurückgesetzt.
Wir waren doch viel, viel weiter. Leck mich am Ärmel. Okay. Ist das ein Dude oder eine Braut? Irgendwie hat sie Hufen, aber irgendwie könnte es auch eine Falte im T-Shirt sein. Das ist schwer zu erkennen. Verdammt, Hexe. Geh mir nicht auf den Sack. Provozier mich nicht, Weib. Okay, was ist hier los, huh? Okay, ich muss sagen, die zweite Karte ist extrem verwirrend. Yo, es ist eine Braut. Was willst du mir sagen? Ich soll mich umdrehen? Das ist doch eine Falle, Alter. Okay, wir drehen uns um. Wir halten die Luft an. 3, 2. Der war billig. Der war richtig, richtig billig. Ich bin in der Waschküche der Hexe gelandet. Alright. Ich glaube nicht, dass sie mich dran kriegt. Ihre Chancen sind echt gering. Oh, Hexe. Du hast es einfach nicht drauf. Du hast es einfach nicht drauf, altes Weib. Was soll denn das hier sein? Ach, so ein alter Ofen zum Brotbacken. Oder zum Hänselbacken. So ein alter Lebkuchenofen. Lecker, lecker Hänsel. Ich glaube, hier drin wohnt ein Pokémon-Trainer. Okay, die Tür geht auf. Machen wir wieder einen Zeitsprung. Wir springen auf jeden Fall in den Wald. Ich glaube, die Hexe war einfach nur frustriert, weil niemand zu ihrer Geburtstagsparty gekommen ist. Balance weisen den Weg zur Hütte, da wohnt die Hexe. Sie hat einen schönen Kuchen gebacken aus Hänsel, aber niemand ist gekommen. Selbst das Reh oder was das da sein soll, ist zensiert.
Warum werden denn alle Gesichter zensiert? Was hat das für einen Sinn? Soll das irgendwie so ein mysteriöser Spooky-Effekt sein? Wenn ja, irgendwie. Sorry, Alter, aber das zieht voll nicht. Okay, ich muss zugeben, eben bin ich ein bisschen zusammengezuckt. Aber ganz ehrlich, es ist eher lustig. Es ist eher eine Nicht-Lachen-Challenge als eine Nicht-Schreien-Challenge, oder? Ich glaube, ich bin tot. Ich wurde erschlagen von einem Baum. Bin ich jetzt nicht wieder da, wo die Leiche lag von der Tuse? Okay, Hexe. Ich komme auf deine Geburtstagsparty. Ich bring Torte mit und ein tolles Geschenk. Aber nach der Party lass mich einfach gehen aus diesem verdammten Wald. Kann man hier vielleicht irgendwo raus? Anscheinend nicht. Was soll ich jetzt hier machen? Im Kreis gehen? Warte mal, hier ist ein Pfeil. What? Okay. Die Hexe war ziemlich fleißig. Hätte ich jetzt geschrien, wäre ich richtig angepisst gewesen, Hexe. Das ist die Blondine. Das sind irgendwelche Jogger, oder? Irgendwelche Jogger, die sie im Wald gefressen hat. Ich darf nicht lachen, Leute. Ich darf auf gar keinen Fall lachen. Ich muss es mir so hart verkneifen, ey. Alter, diese Tag-Nacht-Sprünge sind so weird. Es ist halt so ein bisschen so eine Geisterbahn-Erfahrung. Die Geisterbahn will ich unbedingt zum Schreien bringen. Aber sie kriegen es halt einfach nicht hin, ne? Weil du ein erwachsener Mann bist, der richtig dicke Cojones hat. Und Nerven aus Stahl. Die brechen dich einfach nicht. Na, sieh mal, Lumpi ist, glaube ich, weg, ne? Der stand doch hier. Kann ich über die Brücke gehen? Ja, kein Lumpi, aber wir dürfen über die Brücke. Hexen hassen doch Wasser, oder? War das nicht so? No, Blondie steht wieder da vorne. Okay, Blondie.
soll die Nummer mit diesen Gesichtern? Das erinnert mich an das japanische Horrorspiel, was wir da gespielt haben, von Chiller's Art. Da wurden ja auch die Gesichter so verpixelt. Da dachte ich halt, weil es im Nachhinein ja eine VHS war, wo der Chef sich angeguckt hat, dass der Typ das quasi verpixelt hat. Ja, so habe ich mir das erklärt, um eben die Beweislast zu reduzieren. Aber hier? Alter, was hat die denn für Spaghetti-Arme? Was ist das für ein Orang-Utan? Die Orang-Utan-Hexe, schaut euch die mal an. Okay, wir waren zelten und das hat die Hexe nicht geil gefunden. Können wir in das Zelt hinein? Lost in Rome. Also im Moment bin ich verloren in Wald. Ist auch nicht so geil. Yo, Affenhexe. Komm raus, spielen. Zeig dich. Es regnet durch das Zelt. Mindere Qualität. Nirgendwo hin, ne? Kommt es jetzt auf einem Besen angeritten? Was denn, wo denn, wo denn, was dann? Okay, die Leichen bleiben liegen. Wie jetzt? Was das? Ausgetobt? Alle Tricks? Okay. Eine Brücke. Ist halt echt affig, dass sie dann auch immer da vorne steht, ne? Wie willst du nicht da erschrecken? Was? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Sollen wir über die Brücke gehen? Ich denke mal ja, ne? Ich wette, wir landen jetzt gleich wieder irgendwo bei der Hütte. Ah, da hinten ist ja auch schon die Hütte. Die ist so der zentrale Punkt
verdammte Hütte. Da dürfen wir auch mal straight hin, ne? Das ist so schlecht. Okay, die Leichen stapeln sich. Ja, es muss alles in den Ofen rein. Das muss alles schön hier in den Ofen rein. Daraus macht sie ihr Lebkuchen. Lecker, lecker Lebkuchen. Lecker, lecker Leichenlebkuchen. Okay, es wird Tag und Nacht und Nacht und Tag. Auch die Uhr ändert sich da unten. Nee, die bleibt. Die Hexe kann irgendwie alles beeinflussen in diesem Wald. Okay, die Zeit ist stehen geblieben und... Ich habe gewonnen. Okay, das mit dem Haus fand ich ja noch ganz witzig und cool. Ich meine, das war auch hier und da mal witzig. Aber uff, war das deutlich schlechter als das erste Szenario. Das war deutlich, deutlich schlechter. Mama, ich mach mal hier ein bisschen leiser, weil die Musik, die brüllt mich immer voll an. Ja, das war Witch Forest, das zweite Level. Also Morgans Haus fand ich viel, viel besser. Als nächstes kommt Asylum. Ich werde spielen, ja. Ich will es einfach wissen. Es ist trashig. Es kann man sich einmal antun. Danach ist aber auch irgendwie der Drops auf jeden Fall gelutscht. Das war das zweite Szenario von Sch. Lasst mich mal wissen, wie ihr das findet. Also ich könnte mir gut vorstellen, ich meine, Don't Scream war cool. Es war eine Erfahrung. Für einmal spielen, einmal die Geisterbahn reiten, ist es auf jeden Fall cool gewesen. Morgans Haus war auch vom Ansatz her cool. Man merkt, da steckt halt deutlich eine geringere Entwicklungszeit und es wurde viel, viel mehr noch mit Assets schlechter gearbeitet. War aber noch in Ordnung und ich dachte mir schon so, okay, hier entsteht vielleicht jetzt ein Genre. Ja, diese Don't Scream-Geschichten kommen jetzt irgendwie, weil der Hype kurz da war bei Don't Scream. Und da hat sich jeder gedacht, ey, da will ich auch was irgendwie rausbringen. Das ist eine geile Idee. Ich will auch abernten und mitmischen. Und ich hatte die Hoffnung, dass die nächsten Szenarien sich eigentlich steigern. Dass Witch Forest dann richtig knallt und nochmal besser wird als das hier. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Ja, die alte glatzköpfige Affenhexe da, die war halt einfach nicht gruselig. Ja, die war einfach nicht gruselig. Hier und da hat es mich mal so ein bisschen gezuckt, aber nicht, weil es gruselig war, sondern einfach nur, weil es laut war. Naja, schreibt es in die Kommentare, wie ihr... Buttern jetzt direkt weiter mit dem nächsten Indie-Horror-Game. Mal sehen, ob das besser wird. The Dire ist das zweite Spiel, das wir heute spielen werden. Auch dieses Spiel soll Spracherkennungselemente drin haben. Es soll am Anfang ein bisschen seicht anfangen, aber dann richtig intensiv werden. Also wohl eines der deutlich besseren Indie-Horror-Games. Kostet auch unter 4 Euro, ist nicht sonderlich teuer, hat ein Typ entwickelt. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Starten wir los. Oktober 2010. 5 goddamn months. Finally back. Okay, es hat so ein bisschen so eine Krisseloptik. Jeez, where did I keep those things? Ich bin Dean anscheinend. Und ich habe aus irgendeinem Grund eine Bananenschale auf dem Boden. Welcher Mensch macht sowas? Ich sag euch, welcher Mensch. Jemand, der ein absoluter, kranker, perverser Psychopath ist. Eine Bananenschale auf dem Boden, Dean? Echt jetzt, Alter? Okay, sammel deine Ausrüstung ein. Ein Rucksack. Kippen und ein Apfelkrutzen. Sagt man das so, Apfelkrutzen? Kennt das jemand oder ist das wieder so ein regionales Ding? Ab und zu kenne ich Wörter, die niemand kennt,
Weil das irgendwie so ein regionales Ding ist. Ein Apfelkrutzen. Annie. Ernsthaft, jetzt besorg dir endlich mal ein neues Telefon. Ich bin es echt leid, diese blöden Notizen zu hinterlegen. Außerdem leben wir nur 50 Meter voneinander getrennt. Wir könnten uns also diese Schnurtelefondinger bauen. Die Schule nervt, ist total stressig. Können wir morgen reden? Ist hier noch irgendwas Spannendes drin? Aber ich habe eigentlich meine Ausrüstung gepackt, ne? Aber ich darf leider nicht gehen. Edgar Allan Poe? Ach, das ist irgendwas mit Edgar Allan Poe. Hatte ja auch einen Raben auf dem Logo gehabt. Okay. Okay, gedrückt halten. Dann gehen wir mal raus in die Freiheit. Dean. Von dem einen Hexenwald in den nächsten Hexenwald. Wächst da ein Busch aus meinem Auto? Vier Stunden später. Dean hat sich einen Rucksack geschnappt und eine Kamera. Okay, let's start it here. We are saddened to report the death of Diane Reed, the only daughter of the Reed family. Her body was found in the bathroom of their mansion at 8 o'clock this morning. The rest of the family was getting ready for breakfast at the time. Her body was found by her father, after which he immediately notified emergency services. An autopsy later showed that Diane had been dead for at least a few hours. It was ruled a suicide. It is believed she used an old towel the family kept in the kitchen to suffocate herself. The reasoning behind her suicide is, as of yet, unclear. She was so young and innocent, always happy, always smiling. I can't believe this. Life seems to hurt the most innocent souls, said one neighbor of the family after the tragedy. Our hearts go out to the Reed family during these difficult times. Robert Wright of Clover Springs was reported missing last night. He left his high school friend's house 3 days ago when he was alleged to have crossed the plant field near Route 96. Since then, all trace of him was lost, making him the third high schooler missing in 2 weeks in Clover Springs. Clover High School has temporarily closed its doors. The police advise citizens not to leave their houses after dark and to be careful. Yo guys, it's Dean, back again with another video. Sorry for the long break. I didn't have time to report anything. You know, family problems, school, you know. But we are back with a big one. I really had to dig to get these recordings. But let's quit the chit-chat and get down to business. Clover Springs, quiet town in Washington. Green grass, fresh air, black coffee. In there, Reed's perfect family. Respected, wealthy. Yet the daughter offs herself out of nowhere. And after that, things get really weird in that small town. Few people disappear, including the rest of the Reed's family. Father, mother, and son simply vanished. No trace. After a year, the town is basically abandoned. All moved out. I went online and stumbled upon this interesting theory, in which Diane's father was responsible for those missing teenagers. Some sources state that Diane was heavily bullied in school, and that would be the reason why she... So the father, seeking revenge, chose those teens, buried them somewhere, and then flies to Cuba. I don't know. It's just a theory. There isn't much information about the Reeds anyways. Especially about the girl. She must have never left the house or something. Well, now their house is a dope urbex attraction. And probably some satanic bullshit place. But that's every abandoned building.
and also every forest. Okay, ich fasse zusammen. We are here. The main road has been closed many years, so I had to park the car a little further away. And let me tell you, those trees are creepy. It feels like they're looking at me. Also, kann ich reden? Wahrscheinlich ja. Die Tochter der Reeds wurde höchstwahrscheinlich in der Schule gemobbt, hat dadurch ein tragisches Ende genommen. Und die ganzen Reeds sind alle verschwunden, also die ganzen Familienmitglieder. Vater, Mutter, Sohn. Ich sehe gar nichts, wenn ich ganz nah rangehe. Missing, missing, missing. Und nicht nur die Familie Reed ist verschwunden, sondern auch ganz viele andere Menschen in diesem Dörfchen. Schüler, Teenager. Die höchstwahrscheinlich die Tochter gemobbt haben. Und kann man hier rein? Ja. Und die Theorie besagt, der Vater hat sie alle umgebracht und ist dann nach Kuba geflohen. Oh, man hat Stil. Here we are. This place almost didn't age at all. The furniture's all messed up and the windows are nailed, but other than that. Pretty good. Alter, die Bude sieht ja wirklich pretty good aus. It seems that three different families lived here. Reeds were the last. Sogar mit Badewasser. Was für ein Luxus. Remember, you always gotta watch out for homeless people in these places. I once heard about a guy jumped by a hobo with a crowbar in some abandoned railway station. If I had to rank what I don't want to experience while urbexing, hobos with crowbars are a close second. First, they're probably collapsing floors, or hobos with knives. Ich mag die Optik, die ist irgendwie cool. Die hat irgendwie was. Ist aber auch so ein Klassiker, ne, mit der Kamera rumrennen. This must be the dad's office. Guy's name was Clint Reed. Couldn't really find much information about him, only that he was apparently a lawyer. Ich habe einige ihrer Nachbarn interviewt, aber sie waren nicht wirklich hilfreich, die meisten von ihnen, zumindest. Sie haben keine Details erinnert, als ob sie eine Art kind of collective Amnesie haben. Okay, die Tochter hat es wirklich schwer in der Schule gehabt. Und sie wurde anscheinend wirklich gemobbt und hat dadurch emotionale und psychologische Probleme entwickelt. Also es ist nicht nur eine Theorie, sondern da ist echt was dran. Hier wird von Diane gesprochen. Naja, das wird dann wohl der Name sein, ne? Der Reed-Tochter. Diane. Ja, so der Klassiker. Einfach sich einen Camcorder schnappen und in irgendeine gruselige Geistervilla rein und dann ab geht's. Das Leben ruft. Okay, drei vermisste Teenager wurden gefunden. Das Verschwinden der Teenager hat die ganze Gemeinde in Angst und Schrecken versetzt. Emily Jason, Robert Wright und Lucy Smith waren einen Monat verschwunden, aber wurden dann in einer kleinen Hütte im Wald gefunden. Jetzt wird daran gearbeitet, die Teenager wieder mit den Familien zu vereinen. Aber wieso sie verschwunden sind, das weiß niemand so genau. Es wird ermittelt. Okay, die Tür hier hinten ist zugenagelt. Das heißt, dass ich brauche wieder so eine gute alte Crowbar.
Wie immer eben, der Klassiker Schlüssel und Brecheisen. Das ist die Kombo, die du brauchst. Mhm. Okay, die Tochter hat wohl irgendwie auch langsam so ein bisschen den Verstand verloren. Ein Arzt hat sie untersucht. Und ihr gesundheitlicher Zustand wurde immer schlechter. Sie hatte große Schmerzen und die Medizin hat nicht angeschlagen. Der soll halt so schnell wie möglich wiederkommen. Hallo? Ist hier jemand? And that is where the parents slept. I think. All the interior was left behind. Letzte Nacht bin ich runtergegangen ins Badezimmer. Dort habe ich Diana gesehen. Oder Diane. Sie stand in der Ecke des Esszimmers. Direkt neben dem Kamin. Und hat auf eine leere Stelle gestarrt. Ihre Augen waren komplett anders. Weit geöffnet. Fokussiert auf etwas. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, ich habe sie blinzeln oder... Sie hat auf jeden Fall rumgeklotzt auf eine leere Stelle. Was halt Teenager so machen, ihr kennt's doch. 3 Uhr morgens. Oh, okay. So the brother was a ventriloquist. And that's probably his dog. 3 Uhr morgens stehen sie in irgendwelchen Ecken rum und haben Anfälle und starren auf leere Ecken. Ganz normal. Das ist die Partyszene. Drogen. Really messy in here. I suspect this was Diane's old room. Okay, sie sollte eine Pause machen von der Schule. Sie mochte nie die Schule. Sie hat gemerkt, dass sie große Schwierigkeiten hat, an die Klassenkameraden irgendwie Anschluss zu finden. Sie mögen sie nicht. Und sie konnte sie auch nicht dazu bringen, sie zu mögen. Und sie dachte vielleicht, weil sie jetzt halt aus der Schule genommen wurde, werden irgendwann die anderen anfangen, sie zu vermissen. Und wenn sie zurückkommt, findet sie vielleicht endlich ein paar Freunde. Ich muss einen Code finden. Warte mal, die Notiz ist weg. Okay, wir können Schubladen aufmachen. Ich soll einen Code finden. Was, die Uhr tickt unten? Und wir sollen sie überprüfen. Die da? Hier ist auf jeden Fall eine Standuhr. Gibt es noch eine? Ist das eine neue Notiz? Hier immer noch ein Ticken. Ist das die Uhr, die ich überprüfen soll? Ist hier irgendwie ein Code? Oder die Uhrzeit? Ha. Huh. Oder gibt es hier noch eine Uhr? Hier ist auch eine Uhr. Es gibt so viele Uhren. Die sind alle gleich. Das haben wir gelesen. Ich brauche noch einen Schlüssel. Kann ich die Schubladen hier öffnen? Leider nicht. Ich habe die Uhr gecheckt. Mehr checken geht nicht.
Huh. Diane, the daughter, she got very sick at one point. Something with her spine. She got Warum really sollte ich die Uhr checken? The pain was so intense, her parents were locking her up in a room just to muffle her screams. Okay, die eine Schublade geht auf, die andere aber nicht. That's the boys' room. Was haben wir hier? Der Junge mochte Puppen. Sie haben sie vor der Welt versteckt, in ihr Zimmer eingesperrt. Mit einem Schlüssel. Beschämt von ihr. Sie tun so, als wäre nichts. Als gäbe es diese grauenhaften, schmerzhaften Schreie nicht. Als wäre sie nicht meine Schwester. Damit kämpfend in einem kleinen, engen Raum zu leben. Nur ein paar tote Ratten im Flur. Wenn ein Nachbar fragt über Diane, sagen sie einfach nur, dass es ihr gut geht. Dass sie bald auf ein Schulcamp gehen wird. Wenn sie vor den Nachbarn stehen würde, würden sie diese nicht mal mehr erkennen. Sie wurde unser kleines, schmutziges Geheimnis. Okay. Jetzt habe ich eigentlich alles gecheckt. Mit der Puppe kann ich nichts machen, ne? So, was kann ich hier machen? Wahrscheinlich muss ich eine Uhrzeit eingeben. Dann schauen wir uns die Uhr nochmal unten an. Ich denke mal, es könnte eine Uhrzeit sein. Das ist garantiert auch die Uhr da unten im Arbeitszimmer von Daddy. Was ist das hier? 3, 2, bla 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 bla. Okay, es ist doch nicht die Uhr. Sind das Schritte? Hallo, ist hier irgendjemand? Gott verdammt, wer ruft denn jetzt an? Ja, ja, I'm fine. What's up? I understand. Just, I'll do it as soon as I get back to the car. I understand. Bye. Okay. Wird mich da eben gerade angerufen? Die Eltern, die angepisst sind, weil ich das Auto einfach so entwendet habe? Was ist das denn jetzt? Ein Vogel. Ein Rabe. 3, 2, 2, 5. Hallo? Who's there? Yo, ist hier irgendjemand? Yes, it must be the draft. Okay. Hier eine 3 rein. Mein Gott, ich will doch einfach nur das andere auswählen. 3, 2, 2, 5. Das ist nicht witzig. Puppenköpfe sind nicht witzig. Warum sind diese Puppen immer so verdammt sexy designed? Okay, was gibt es hier drin?
irgendwie gar nichts. Ah, haha. The electricity tends to act strangely in these houses. Yeah. Okay, warum ist auf einmal Strom an? Warum ist das Bild auf einmal blutverschmiert? Außerdem ist das doch ein Radio, das mit Batterien läuft. Es hat gar keinen Stecker, gar kein Kabel, nichts. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Okay, der Bruder wollte sie befreien, weil sie da nur am Schreien war. Der Bruder wollte sie anscheinend befreien. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Jetzt kommt langsam Fahrt in die Sache rein. Lieber Todd, ich finde nicht die richtigen Worte für eine Nachricht wie diese hier. Traurigerweise ist unsere geliebte Tochter Diane überraschenderweise verstorben. Wegen ihrer herzbrechenden Situation muss ich Ihnen leider mitteilen, dass wir Sie nicht besuchen können zu unserem geplanten Weihnachtsbesuch. PS, Todd, Sie waren immer ein guter Freund. Ich sollte das nicht mit Ihnen teilen. Ich habe das mit niemandem jemals geteilt. Ich habe es auch meiner Frau nicht gesagt. Es gibt keine schönen Worte, um das Ganze zu beschreiben. Ich hoffe, Sie verstehen das. Ja, die Tochter hatte keine leichte Kindheit. Er findet Trost darin, dass die Tochter verstorben ist. Er weiß nicht mal, ob sie jemals einen einzigen glücklichen Tag hatte. Sie hat auch nicht zu ihren Freunden gesprochen. Schmerzlicherweise glaubt er sogar, dass die Mutter Lori nicht wirklich viel Liebe in sich für sie hatte. Diese merkwürdige Kälte. Der Einzige, der sie ganz normal angesehen hat, war Cody, der Bruder. Er weiß, dass sie in der Schule gemobbt wurde. Aber er hat es ignoriert, weil irgendein kranker Teil von ihm das Ganze sogar befriedigend fand. Die schreckliche Krankheit hat seine Tochter komplett zerstört. Er hat es versucht, aber er konnte sie nicht lieben. Er war enttäuscht von ihr. Und als er sie dann da auf dem Badezimmerflur hat liegen sehen, dann war er endlich befreit von der schweren Last, die er seit Jahren in sich getragen hat. Dein Freund Clint. Zusammengefasst, der Vater, die Mutter haben nicht wirklich viel Liebe für ihre Tochter empfunden. Der Einzige, der Liebe empfunden hat oder sie wie ein normaler Mensch behandelt hat, war der Bruder, der leidenschaftlicher Ballspieler war. Und jetzt sind sie froh, dass die Tochter endlich tot ist. Denn es war qualvoll, das alles mit ansehen zu müssen. Jesus, what a smell. Was für ein Gestank. Liebes Tagebuch, die Türen sind immer abgeschlossen. Meine Mutter schließt sie ab. Und es gibt nur einen einzigen Schlüssel im ganzen Haus.
Nichts kann raus, nichts kann rein. Oh mein Gott, die haben die hier wie so ein Tier quasi im Wandschrank gehalten. Ich glaube nicht, dass ich mich vor ihm verstecken... Ich glaube, dass ich mich hier vor ihm verstecken kann. Okay, sie hört, wie seine Haut sich verändert mit jedem Schritt und diese Melodie, die er ab und zu spielt. Sie hat ihren Mund verdeckt, damit kein Wort oder kein Geräusch aus ihr entkommen kann. Doch nicht einmal das funktioniert mehr. Er kommt bei Mitternacht. Ich kann nicht einschlafen. Also sitze ich an meinem Tisch. Wenn ich mich umdrehe, steht er bei der Tür meines Zimmers, starrt mich an. Aber die Tür ist immer noch verschlossen. Okay, was ist das hier für einer? Mit Space kann ich die Karte studieren, die hier liegt. Dann liegt hier noch so eine Schatulle auf dem Tisch, ne? There's a secret passage downstairs. Okay. Geheimer Gang ist irgendwo unten. Was war das denn jetzt? What was that? Ich habe nichts gesehen. Habt ihr was gesehen? Ich habe nichts... Nichts gesehen. Okay, ich verschwende. Bye. Shit. Okay. Ich will die Küche nicht checken, Alter. Ist das hier die Küche? Das ist die Küche. Warum ist der Kühlschrank offen? Was ist das? Was steht da? Okay, hier ist eine Notiz. Und sonst? Ist das ein Stück Fleisch? Wow. What the fu, Alter. Nicht cool. Ganz und gar nicht cool. Verschwinde. Ja, liebend gerne. Hey, 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 ich will doch verschwinden. Die sind begraben in den Wänden. Was will er denn hier? Was verschiebt er denn hier, den Schrank? Ich brauche einen Schlüssel. Moment mal, ist die Tür gerade... Die Tür ist verschwunden. Puppe in Schlüssel. Wow, wow, oh mein Gott. Wow, was war das eben gerade? Nackter, gehäuteter Mann. Okay, jetzt kommt's wohl langsam in Fahrt, das Spiel. Hat sich langsam aber sicher aufgebaut. Immer diese gehäuteten Männer. Den begegne ich einfach viel zu oft in meinem Leben. Eine Badewanne voll Blut. Da hat er wahrscheinlich drin gebadet.
Dankeschön, sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Warum schweben auf einmal die Möbel? Why? Ach, immer diese paranormale Scheiße, die ich jeden Tag durchleben muss. Für YouTube. Ihr quält mich, YouTube. Ihr quält mich. Ha. Holy shit! Oh, Kumpel, wo bist du da nur reingeraten? Wo bist du da nur reingeraten? The body of 22 years old Judy Flores was found in the river this morning. The girl fell to her death from a 6-foot bridge into the rocks. First responders declared her dead at the scene. The tragedy is being investigated as a possible suicide. Julian, he is in the hallway. Said she has been battling depression for a long time. Alter, für so ein 4-Euro-Game ist das echt gut synchronisiert. Das ist keine KI, was wir hier hören. Und wenn, wäre es die beste KI aller Zeiten. Und das Sounddesign ist echt gut. Das ist echt richtig, richtig gut. Hide. Okay. Oh, nicht gut. Nicht gut. Alter, sogar mit Voice-Erkennung. Okay, die Atmo ist schon geil. War da gerade eine Hand? Taschenlampe ist irgendwie tot. What? What? Alter, what the fuck? Was war das denn für ein Ding? Hey, 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 jetzt... Jetzt mal ganz langsam, okay? Ich will mich hier nicht einscheißen müssen. Ich habe ein Rückgrat, aber keine Knochen. Ich habe keinen Herzschlag. Life's Hook. Hier ist ein Hook. Hier ist wieder so eine gruselige Puppe. I have a spine, but no bones. Ist halt alles so dunkel, ich kann halt auch nicht. Ich kann weder raus, noch kann ich. Den Haken hier irgendwie verwenden. Kann mal was mit dem Stuhl machen. Hier drüben ist eine Vase. Kein Herzschlag.
Also die Taschenlampe ist gone. Was haben wir hier? Ein Buch. Schau höher. Da oben ist ein Eimer. Ich wurde aufgeknüpft auf einem, an einem Seil in der Mitte des Dorfes. Okay, aufgeknüpft an einem Seil. Das kann ich nicht nochmal verwenden. Was ist das hier? Geh, um zu werfen. Aber was soll ich denn abwerfen? Den Eimer? Einen fetten Stein. Oh, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Der Junge denkt mit. Der ist nicht komplett verblödet. Finde ich gut. Bin ich draußen? Also, ja, ich bin draußen, aber ich bin immer noch auf dem Anwesen, ne? Bitte lass mich einfach gehen. Bitte lass mich einfach gehen, übernatürliche Macht. Das war nur ein Vogel. Hä? Ich bin in einem Loop. Ich komme hier nie wieder weg, oder? Du betrittst einmal so ein Grundstück, einmal so ein Horrorhaus und kommst nie wieder weg. Ist das die Melodie? Warte mal. Zwei Wege. Links. Ah, Kacke. Ich nehme doch rechts. Obwohl... Ich sollte nicht zu der Melodie hin. Mhm. Da wird die Melodie lauter. Das ist, glaube ich, nicht gut, dahin zu gehen. Ja, vielleicht habe ich gar keine andere Wahl. Vielleicht muss ich ja sogar zu dieser Melodie, ne? Oh mein Gott, was war das denn? Was war das denn für ein Ding? War das der Hühnchenmann? Hallo? Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. Oh mein Gott. Was war das denn?
Was war das denn eben? Oh, oh mein Gott! Was war das? Hat jemand gerade mit einer Kartoffel auf mich geworfen? Hat die gerade eine Kartoffel geworfen? Das war doch eine Kartoffel. Ich wurde doch gerade... Oh, jemand ruft an. Hallo? Leuchtet da irgendwas? Sind das Augen? Ich hab Schiss. Irgendwas beobachtet mich. Irgendwas. Was sind das für Dinger? Ey, ich will nur noch nach Hause. Ich will nur noch in mein Zimmer zurück zu meiner Banane. Zu meiner guten alten Bananenschale. Die nehme ich dann in den Arm und kuschel mit ihr im Bett. Oh, was war das denn? Was irgendwas geht? Was war das? Die vermissten Kids? Hallo? 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 More. Mehr. Wird mal... Hallo? What? Ich dachte, ich telefoniere vielleicht. Ending 3. Okay, ich bin tot. Ich wurde in Clover Springs gefunden. Und die Todesursache ist nicht genau bekannt. Kann ich nochmal? Also das Ende will ich nicht. Das Ende will ich nicht. Eine Person hat's gemacht. Also am Anfang war es so ein bisschen, wo ich mir dachte, viel gelesen, sehr ruhig, aber dann... Aaron Schulman hat's vertont. Das ist gut vertont gewesen. Richtig gut. Also Geräusche und so, Sound, Editing und alles, top. Aber ich würde gerne ein anderes Ende noch sehen. Ich gebe mich mit diesem Ende nicht zufrieden. Man kann das nochmal auswählen. Gut, dann gehen wir da nochmal rein. Ich darf nichts sagen am Ende. Also der Anfang war ein bisschen trocken von dem Spiel, wo ich dachte so... Aber dann hat's echt... nochmal die Kurve gekriegt. Und wie gesagt, für ein 4-Euro-Spiel merke ich schon, da ist Mucho Macho Love dahinter. Und auch der Look ist mal wieder was anderes halt, ne? Der gefällt mir sehr gut, der Look. Es hat irgendwie was. Dieser Kristallfilter, dieser Retro-Filter, der drüber gelegt wurde. Diese Pixel-Optik. Wie gesagt, es war einfach nur ein Vogel. Gewöhnlicher Vogel. Sollen wir diesmal direkt zu dem Gebimmel gehen? Ey, es wird nicht besser, ne?
Jetzt höre ich hier wieder das... das Windspiel. Das klingt so ein bisschen wie so ein Windspiel, finde ich. Passiert irgendwas, wenn wir hier warten? Alter, das ist creepy. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber es ist echt creepy. Okay, diesmal Klappe halten. Wir hatten Ende 3. Da, was war das? Was ist das für ein Ding? Das ist doch der Hühnermann. Baby Chicken. Ist Baby Chicken, aber auch irgendwie Mann. Also das Spiel ist viel, viel besser als Witch Forest. Viel, viel besser. Sieht halt nicht so nach Acid zusammengekloppert aus, ne? Oh, Alter, die Kartoffel. Schmeißt dir einfach so eine fette, alte Kartoffel auf mich drauf. Ich frag mich halt, ob wir überleben können. Es gibt bestimmt ein Du-hast-überlebt-Ende, oder? Alles andere wäre doch sehr, sehr deprimierend. Wenn unser Freund hier wirklich gar nicht lebend rauskommen könnte, das wäre schon echt tragisch. Hallo? Na, ich guck die Augen nicht an. Es gibt hier halt wieder super viele Wege. Ach, nö, ist ja alles Sackgassen hier. Ich bin irgendwie in einem Labyrinth gelandet. Was denn? Hallo, kann ich das irgendwie aufheben, lesen? Ich kann es nicht aufheben. Ich würde gerne wissen, was da steht, aber geht nicht. Nee. Was steht da? Never? Noch mehr Würfel. Rechts. Boah, das Telefon. Hallo? Hallo? Wir sagen am besten gar nichts.
waren wieder Augen. Alter, geh. Geh. Ending 5. Oh mein Gott, wie viele Endings gibt es denn da? Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin einfach gegangen. Ey, ich lebe. Bestes Ende. Ending 5. Ich habe keine Ahnung, wie man die anderen Endings erspielt. Vielleicht findet man da was auf YouTube. Einmal sind wir gestorben, einmal haben wir es überlebt. Vielleicht muss man da hinlaufen. Vielleicht ist das noch ein Ending. Aber ich hatte zu viel Schiss. Ich wollte einfach überleben und gehen. Tja. Wir haben uns durchgemogelt. Sollen wir nochmal zum Auto gehen und gucken, was passiert, wenn wir dann zurücklaufen? Ach, warum machen wir sowas? Warum machen wir sowas? Oh, ist richtig dumm, nochmal zurückzugehen. Oh, was war das? Helles Licht, irgendein Geräusch? Also irgendwas Paranormales geht da ab. Irgendeine Kreatur, die auch die Tochter quasi geholt hat. Oder sie zumindest in den Tod getrieben hat. Ich glaube nicht, dass die sich das eingebildet hat. Ich meine, wenn man in so einem kleinen Zimmerchen, was wie so eine Art... Ja, es ist wie so ein begehbarer Kleiderschrank oder so ein Wandschrank halt, ne? Besenkammer. Wenn man da eingesperrt ist, Tag für Tag, mit seinen eigenen Exkrementen, das kann einen schon ganz schön mit, also fertig machen, ne? Da bist du schon durch den Wind. Kann ich schon mitnehmen. Aber trotzdem glaube ich, dass sie nicht wirklich den Verstand verloren hat. Deswegen schleichen wir uns jetzt nochmal durch dieses Labyrinth. Kommt jetzt gleich wieder die Kartoffel. Gimme that potato. Ah ne, erstmal kommt noch Mr. Hühnchen. Das ist ein Creeper. So, hier nochmal durch. Also ein Ende will ich auf jeden Fall noch erspielen. Bin einfach neugierig. Und wir wissen ja nicht mal, ob 5 überhaupt sozusagen das letzte Ende ist. Vielleicht sind es ja auch 6 oder 7. I don't know. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es 3 sind. Sterben, Leben und irgendein Secret-Ding. Klassiker eben. Vielleicht von dem Vieh gefressen werden. Stimmt. Vielleicht ist das auch noch ein Ending. Weiß man ja nicht. Au! Alter, die schmeißt echt so eine alte Kartoffel. Minusgrad, das Ding ist halb gefroren. Das könnte ja auch ein Ending sein. Na, wenn du dich in diesem Schrank verstecken sollst und du versaust es, wirst du vielleicht abgeschlachtet. Hallo? Was war das denn?
Okay, hier ist nichts. Oh. Nee. Alright. Es war ein Püppchen, was mich da gefressen hat. Ich dachte, man kann umdrehen und dann nochmal hin. Ja. Da müsst ihr wohl auf YouTube gucken, was die anderen Endings sind. Das wäre nämlich nochmal Ending 3. Sehr atmosphärisch am Ende. Am Anfang ein bisschen... aber dann hat's gut angezogen und hat mir echt Spaß gemacht. Und im Feld war es echt gruselig. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Spiel. Hashtag Überraschungshit. Das ist der geheime Hashtag. Hashtag Überraschungshit. Der wird ultra selten super shiny Holo sein. Den werde ich nicht häufig sehen. Davon bin ich überzeugt. Das nächste Meisterwerk in unserer Liste ist Holidays in Khrushchevsk. Keine Ahnung, spricht man so aus? Ich weiß es nicht. Hashtag Khrushchevsk. Wir starten direkt durch. Auf geht's. Yep, typisches russisches Wohngebäude. Wir kennen's. Wir waren schon tausende Mal hier und haben uns jedes Mal zu Tode erschreckt. Ich glaube, sogar das Gebäude kennen wir. Ja, sicher. Das ist nämlich im selben Haus wie das eine Spiel mit diesem Wichtel. Dieses Weihnachtsspiel, 7. September. Nur eben ein anderes Apartment. Ist echt eine miese Gegend. Also ist richtig, richtig böse. Killerpuppen, Killerwichtel, Killer-Omis, Killer-Katzen, die sich das Poloch lecken. Es ist keine gute Gegend. Hier sollte man nicht wohnen. Omi, bist du da? Okay, er wohnt ja auch nicht. Er besucht seine Oma. Oh nein, das ist die Killer-Oma. Das ist alles irgendwie so ein fettes Universum. Alle Geschichten kommen irgendwann zusammen. Das nenne ich mal einen russischen Kühlschrank. Irgendeine Wurst, dann was zu saufen, Kaviar in der Dose und natürlich so einen ominösen, mysteriösen russischen Eintopf. Das russische Spezialgulasch. Schmeckte gut. Willst du wissen, was drin ist? Nein, du willst nicht wissen. Glaub mir. Pelmenis. Hätte ich Bock drauf. Geht immer, oder? Teigtaschen mit irgendeinem Kram drin. Ist immer geil. In jedem Land der Welt. Na, guck mal hier. Ein Zettelchen von Omi. Mein lieber Enkelsohn. Guck mal, schon wieder Seventh. Ich hoffe, deine Sommerurlaubstage werden großartig. Ich vermisse dich sehr. Aber sie kann ihn jetzt nicht treffen. Sie musste gehen. Sie kommt aber abends wieder zurück. Ich soll meinen Kram auspacken und ein Essen machen. Sie liebt mich. Meine Großmutter Tomma... Was? Tomma B. The Way Sascha. Das ist ihr Name? Danke für das Geld, das deine Eltern und du mir zu meinem Geburtstag gegeben haben. Und sie war irgendwie beim Flohmarkt und hat dort eine alte, knuddelige Puppe gekauft. Oh Gott, Großmutter, sowas macht man nicht. Alte, knuddelige, Groß-Flohmarkt-Puppen. Ach, das ist nicht gut. Jetzt fühlt sie sich nicht mehr so alleine mit dem knuddeligen Scheißer. Sie hat die Puppe Marsha Maria genannt. Sie wollte immer ihre Tochter so nennen, aber Großvater hatte was dagegen. Jetzt fragt er sich natürlich, was hat sie sich da für eine Puppe geholt? Das da? Die Marsha Maria? Love Me. Das ist aber auch so ein typisch russisches Spielzeug, genauso wie dieser Affe. Ich in meiner naiven westlichen Denkensweise hat jedes Kind in Russland so einen Affen im Spielzimmer. Meinen Mantel aufhängen. Na, Ordnung machen. Ordnung ist wichtig.
Fernseher anmachen. Ja, klar, so ist das eben bei Großmüttern. Da bleibt immer alles gleich. Okay. Schlüssel. Das ist Großvater. Er war Model. Gut aussehender Typ. Okay, lass mal lieber das hier aus. Ah, und hier lagert sie ihren Müll. Hier lagert Großmutter ihren Müll. Damit die Wohnung nicht stinkt. Macht man so, oder? Gelben Sack stellt man auf den Balkon, damit die Wohnung nicht so stinkt. Aber was macht sie denn hier mit? Katzen füttern oder? Warte. So. Der alte Herd, der hat bestimmt Power. Haben wir irgendwo eine Tasse? Damit ich mir irgendwie einen Kaffee oder sowas machen kann. Ich baue jetzt so ein Heißgetränk. Oh, guck mal hier. Alter. Noch so ein kleines Törtchen. Der fegt sich aber rein, der Junge, ne? Der ballert. Bitte geh zu Mrs. Sina in der 4. Etage, nachdem du gegessen hast. Ich glaube, sie befindet sich derzeit im Krankenhaus. Also kann es sein, dass du sie nicht treffen wirst. Aber sie hat mich gefragt, ob du etwas für sie erledigen kannst. Und sie hat ja auch ein paar Süßigkeiten hinterlegt. Ich bin wie so ein Sechsjähriger. Und sie braucht Mehl und Zucker. Ah, okay, ich habe die Schlüssel schon gefunden, glaube ich. Alles klar. Gut. Let's go. Moment, was habe ich denn jetzt? Ich muss den Schlüssel finden. Ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Wo könnte sie einen Schlüssel hingelegt haben? Sie weiß es ja selber nicht. Vielleicht irgendwie hier? Ich muss tun, was Großmutter von mir verlangt. Ja, aber weißt du, wo der Schlüssel ist? Okay. Aha. Eine Schale Mehl und Zucker. Wo kriege ich denn eine Schale her, Großmutter? Ach, das war's schon. Er nimmt die ganze Packung mit. Sag mal, schließen sich die Schränke automatisch? Nee. Was war das dann eben gerade für ein Geräusch? Oder es passiert erst mit der Zeit, weil ich dachte vorhin schon, hä, wir haben das doch gar nicht zugemacht. Moment, am 4.4. Ich bin... Ja, keine Ahnung, wo ich bin. Wo ist der 4.? War ich so weit oben? Nee, ne? Da. Was war das eben gerade in den Schatten? Okay. Gruselige Crack-Oma. Ich hab's gewusst. Ich hab doch gesagt, jeder hat so einen Affen. Standard hier. Was macht denn hier Geräusche? Irgendwas kann ich hier grapschen. Hier hat Oma immer gesoffen.
Jeder hat so einen Affen. So, hier Zucker, Mehl, Ratten. Oh, guck mal, das ist dieses russische Eis, wo man auch im Supermarkt in der Waffel kaufen kann, was irgendwie gar nicht so geil schmeckt. Und damit beleidigt man irgendwie jeden Russen, wenn man das sagt. Ich weiß nicht, es ist halt einfach nur so ein Milcheis, ne? Also es ist jetzt nichts wahnsinnig Geiles. Aber ja, ist halt für viele vielleicht Kindheit, ne? Dann kann ich es wiederum nachvollziehen, wenn man sagt, ja, aber in Kindheit, ich habe das immer gegessen. Dann denke ich mir, okay, da schmeckt die Nostalgie mit. So, ich habe die Süßigkeiten genascht. Ich habe das Zeug vorbeigebracht. Irgendwas macht sie hier. Renovieren, was weiß ich. Sascha, deine Großmutter hat mir erzählt, dass du hier herkommst und sie besuchst. Ich bin froh, dass du bereit bist, mir zu helfen. Bitte deck das Sofa, den Tisch und die Stühle im Raum mit den weißen Vorhängen ab. Ich bin dabei, mein Apartment zu renovieren. Ich plane auch, den Rest der Möbel wegzuwerfen. Darum müssen sie nicht geschützt werden. Entferne die Tapete an der Wand neben dem Bett. Dann Zucker und Mehl da lassen. Sie macht dann Kuchen und wartet auf mich morgen. Okay, ich habe die Reihenfolge nicht ganz eingehalten, weil ich habe mir erst die Süßigkeiten reingeballert, aber na gut, gut ist. Wo kriege ich denn Laken her? Hier ist eins. Muss ich erst alle Laken finden? Hier ist eins. Ich brauche noch einen Laken. Noch kann ich gar nichts. Ah, doch, hier macht das. Aber ich muss noch eins. Okay, er hat noch eins mehr gehabt, woher auch immer. Eine gruselige satanistische Kassette. Er hat hier irgendwo einen alten Kassettenspieler gesehen. Wo denn? Ich habe keinen gesehen. Ich bin eine alte... Okay, unten bei seiner Gran-Gran. Alright. Dankeschön. Ich wette, das sind gar keine gewöhnlichen Großmütter, sondern das sind irgendwelche Hexen. Die haben so einen Pakt und schnappen sich Kinder und speisen die. Deswegen auch die Süßigkeiten, Kuchen und der ganze Kram. Klassisches Hexenverhalten. Moment, hier geht's raus? War ich nicht gerade im vierten Stock? Huh? Okay, irgendwie, aber das war doch davor nicht so dreckig, oder? Jetzt will er aufräumen. Wo hat er denn diesen alten Kassettenspieler denn gesehen? Na, Oma hat auch hier so gruseliges Kinderspielzeug. Ich sehe hier nichts. Will jetzt erst putzen. Warte mal, wo ist denn mein Gulasch? Hey! Hä? Hier ist auch aufgeräumt. Irgendjemand hat mein Gulasch geklaut. Irgendjemand hat mein leckeres, alles ist möglich Gulasch gemopst. Hier sind Kippen drin. Taschenlampe. Okay, gut zu wissen. Gott, diese unheimliche Dreckspuppe. Das Ding würde ich am liebsten verbrennen. Warte mal, hier ist doch der Ball, der geworfen wurde.
Ja, und hier ist das Badezimmer. Ich bin eingesperrt. Wo ist hier ein Kassettenspieler oder ein Besen? Was soll ich überhaupt machen? Hat gemeint, es ist dreckig und beschämend. Ah. Gib her das Ding. So. Ist eigentlich gar kein Horrorspiel, sondern eher so ein Haussitter-Simulator. So, jetzt kümmert er sich noch hier um die Teller. Die hier nicht. Aber keiner redet darüber, dass mein Gulasch verschwunden ist. Wo ist mein Alles ist möglich Gulasch? Hallo? Gut, hören wir uns die gruselige Kassette an. Okay, sie hat Angst vor der Puppe. Sie denkt, die Puppe starrt sie an. Sie hat nicht geschlafen seit 3 Tagen. Sie hört Kindergelächter. Oh Gott, jetzt geht's los. Alter, könnte ich auch nicht pennen? Was ist das hier für eine Glühbirne? Ist gute Glühbirne von Sowjetunion. Sowjetschka-Glühbirne. Brennt für immer. Ist ein bisschen... Wow, wow, what? What the... Nö, Alter. Großmutter? Bist du das? Großmutter. Schnapp dir die Taschenlampe. Will er nicht. Okay, die Teufelspuppe ist noch hier. Der Affe ist auch noch hier. Hallo? Nimm die Puppe und... WTF! Okay, ich kann die Puppe nicht sonderlich gut leiden. Moment, what? Verdammt, die Puppe hat irgendwelche super krassen Teleportkräfte. Du kannst vielleicht eine alte Großmutter erschrecken, aber mich nicht. Mich nicht. Ich werde dich sowas von verbrennen, Puppe. Was? Moment, wie? Was? Menschliche Anatomie? Wer war meine Großmutter? Sie will mir jetzt helfen. Mrs. Sina will mir helfen. Ich muss mir diese Puppe schnappen. Und sie zerhacken. Ich muss sie mir schnappen und in ganz, ganz kleine Stücke verarbeiten. Keine Ahnung, wo sie ist. Aber ich werde doch wohl mit einer Puppe fertig.
So, was haben wir hier? Anatomie. Wow. Tja, meine Großmutter war anscheinend eine Geheimagentin. Viele Dinge erinnern mich an Großvaters Zimmer. Du meinst den blutigen Kuli? Den widerlichen... Ich will jetzt gar nicht wissen, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Und natürlich Kreml Jesus. Guck mal, da steht sogar mein Name. Also die wusste Bescheid, dass... Hat die mich in eine Falle gelockt? Sascha. Diese Puppe ist das reine Böse. Sie treibt mich in den Wahnsinn. Sie war diejenige, die mir vorgeschlagen hat, dich zu fragen, ob du an deinem Urlaub hierher kommen möchtest. Frau Sina und ich haben eine Menge Zeit darin investiert, wie wir dieses Monster loswerden. Ich habe Notizen gemacht mit spezieller Tinte. Okay, ich muss alles wissen. Ich brauche den gesamten Wissensstand. Du musst Großvaters alte Sowjetkamera nutzen, um die Notizen zu finden. Es ist eine traurige Angelegenheit, dass er vor 4 Jahren gestorben ist. Diese Puppe wird dich auf jede Art und Weise vernichten wollen. Sei vorsichtig. Dankeschön, Großmutter, dass du mich in die Kacke reingezogen hast. Bis 93! Hättest doch auch einfach mit Würde sagen können, yo. Aber nein, sie muss ihren Enkel noch in den Tod treiben. Voll gentle von dir. So, Puppe. Du terrorisierst also gerne alte Damen. Hä? Der hält es gar nicht an. Hier ist schon mal keine Notiz, ne? Was ist das? Ist das mein Herz, was da wummert? Der Kühlschrank ist verflucht laut. Okay, warte, wir gehen nochmal hier rein. Ist hier schon die erste Notiz vielleicht? Sie hat das mit einer speziellen Tinte geschrieben. Kalender hat sie durchgestrichen. Ja, wo hat sie das denn hingeschrieben? Soll ich jetzt die Wände absuchen? Gran. Ich sehe hier nichts. In den Schränken ist wahrscheinlich nichts drin. Nee. Ich kann aber auch nirgendwo Licht anmachen. Boah, ist jetzt sogar 2 Affenpuppen. Gestörte alte Frau. In der Küche hat das Ding aufgekocht.
Ich würde sagen, das könnte ein Hinweis sein. Hier ist noch eine Taschenlampe drin. Warum nimmst du die nicht? Warum nimmst du die Taschenlampe nicht, Freund? Wenn ich jetzt hier drücke, sehe ich da, was ich tun muss? Nö. Aha. Alte Spielsachen. Quietscheente, Ball und ein Huhn. Das Hühnchen. Alright. Das Quietscheentchen. Und irgendwo hier ist ein Ball. Komm schon, Puppe, gib mir deinen Ball. Gut, ich habe alle drei. Okay, was soll ich damit machen? Die alten Spielsachen der Kreatur. Okay. Aber jetzt... Hallo? Wow, was zum Geier? Alter! Was stimmt mit der nicht? Okay, was stimmt mit dem Ding nicht? Tür in Tür. So. Ich hab die Spielsachen. Was nun, Großmutter? Sprich zu mir, gib mir einen Hinweis. Hier. Okay, die Spielsachen müssen vor den Teppich. Am Ende ist es gar nicht meine Großmutter, sondern... Bitte sehr. Fehlt dir nicht noch was? Okay. Da fehlt doch irgendwas. Steht da noch mehr? Bup. Nee, leg die Spielsachen hier hin. Muss ich vielleicht an die Stelle selbst hin oder so? Okay, irgendwo hier gibt es eine weitere Notiz. Da hinten. Ja, aber das ergibt auch gar keinen Sinn. Die hätte ich doch dann schon sehen müssen. Ich war doch schon tausendmal hier drin. Okay, ich brauche ein Bild. Vielleicht irgendwie in Großmutters Zimmer. Das da. Was mit dem ekelhaften Ding hier? Alles klar, flüster du ruhig rum. Ich werde hier diesen Irrsinn beenden. Mrs. Sinner? Och nee, jetzt muss ich in den Keller oder was? Wäre zu einfach gewesen. Warum ist das Ding im Keller? Ich wette, das sind gar nicht hier die alten Damen, die mit mir reden, sondern es ist die Puppe. Warum klingt der Fußboden wie Popcorn? Was denn? Wo denn? Wie denn? Ich hasse dieses Haus. Immer wenn ich hier zu Besuch bin, eskaliert's komplett. Was, wie, was sie braucht?
Was? Planks? Kann ich nicht eine Taschenlampe mitnehmen? Oder anfangen zu rauchen? Was weiß ich? Irgendwas. So ein Dreckshaus, ne? Hey, da, bei Kiste. Yo, bisschen Hilfe wäre gut. Ihr wisst doch alle, was hier läuft. Wie groß ist denn dieses Gebäude? Okay, was geht hier? Hier komme ich nicht rein. Das suchen wir. Aber er hat Plural gesagt, ne? Mrs. Sina kann mir echt nicht unter die Augen treten. Warum liegt jetzt hier ein Ball rum? Mit dem Ball geht nichts. Alte Stromrechnung. Brauche ich irgendwas hier raus noch? Was habe ich da mitgenommen? Irgendwelche Tücher oder sowas? Was will er denn da mit dem Keller machen? Oder will er irgendwas um... Kann ich nichts machen. So eine Art Crowbar oder sowas? Das ist der lauteste Kühlschrank der Welt. Es war nur so kurz, ich habe es nicht richtig gelesen. Okay, ich schaue jetzt mal, ob hier irgendwas rumliegt. Das war ja auch nur purer Zufall, dass ich das Ding eingesammelt habe. Wieder ganz oben. Ah, doch hier. What? Was ist jetzt aufgegangen? Was habe ich da eingesammelt? Alright. Oh Gott, okay. Okay. Puppe. Ist das alles, was du kannst, ha? Huh? Bisschen dumm rumnerven. Warum macht er das? Nur weil der Boden nass ist? Ah nein, der Boden ist ein bisschen feucht. Großer Gott, da kannst du nicht drauf treten. Du könntest ausrutschen. Jetzt brauche ich noch ein Ventil. Okay, bei mir ist wahrscheinlich kein Ventil. Ich nehme einfach das von hier oben. Hat die gerade eine Kartoffel nach mir geworfen? Was ist denn heute los? Warum schmeißt denn heute jeder eine Kartoffel nach mir? Ist das irgendwie so ein Ding heute? Schmeißen wir Kartoffeln auf den Typen? Was mich hier noch Klempnern? So, nachdem ich meinen Hausmeisterjob erledigt habe. Was? Ach, das Wasser stand so hoch. Und der ist auf irgendwelchen Brettern und schwimmt jetzt da drauf.
Jetzt kommt der schwierigste Teil. Wir müssen dieses alte heilige Ding finden. Der Priester, der auf dem ersten Stock wohnt, hatte es. Fragt Mrs. Sina um Hilfe. Ich verstehe, dass die Puppe versuchen wird, mich aufzuhalten. Okay, dankeschön. Good luck, Sweetie. Also muss ich jetzt erstmal wieder hoch zu Miss Sinner. Hier ist nicht auch die Oma aus Atomic Hearts so? Oma Sina? Ach, komm schon. Ich dachte, geil, Mann. Endlich mal wieder Licht. Der Priester im ersten Stock. Jetzt müssen wir erstmal zu Oma Sina. Oh, was? Hier ist alles voller Blut. Alles ist verwüstet. Kinderhände. Kein gutes Zeichen. Gott sei Dank haben wir die Möbel abgedeckt, ne? Oh, das Sofa und der Sessel hinten ist noch gut. Meins. Wenn ich die Sache überlebe, beanspruche ich schon mal hier. Clue. Was soll das sein? Eine geheime Tür, wenn ich Tischbein oder sowas umtrete, Klobürste anfasse, den Boiler touche. Aber hey, dem Eis geht's gut. Die Dinger schmelzen anscheinend auch nicht, ne? Unzerstörbares Eis. Irgendwas muss ich berühren und dann öffnet sich was. Guck mal, hier ist auch irgend so eine wichtige Kiste. Heizungsventil. Der Spülkastenkolben. Was ist das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendeine Wandlampe oder sowas? Ich meine, so groß ist die Bude nicht. Das wird man doch wohl irgendwie finden können. Das Ende. Ich glaube, das hier wird dann die geheime Tür sein. Licht. Was soll ich hier touchen? Hier ist auch nichts drin. Verdammt, Oma Sina. Ich meine, warum haben diese Omis alle so Geheimtüren und Geheimgänge in der Mietwohnung? Ist es überhaupt etwas, was hier in diesen Räumlichkeiten ist? Huh. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass es hier ist. Ganz ehrlich, ich habe jetzt eigentlich alles abgesucht. Nach unten gehen, am Geländer irgendwas manipulieren. Mann, Omi, du machst es aber auch wirklich verflucht kompliziert. Brief einwerfen. Hier sind Briefkästen. What?
Okay, Püppchen. Wie gesagt, an mir wirst du dir die Zähne ausbeißen. Ich bin nicht so wie meine Oma. Ich box und dann stelle ich Fragen. Zuschlagen, Fragen stellen. Das ist mein Motto. Ha. Da ist das alte Jesuskreuz drin. Oh, jetzt gibt's auf die Fresse. Boah, die Puppe ist richtig wütend. Alter, das ganze Haus, was machen denn die anderen Bewohner? Ah, die prügeln sich gerade mit Killergnomen. Alright. Jetzt Zeit, dass wir den ganzen Prozess hier beenden. Vergiss es, Püppchen. Okay, wir sind zusammengebrochen. War es eine Falle? Großmutter? Oh mein Gott, ist Großmutter widerlich. What? What? Ja. War sehr russisch. Fazit, es war sehr russisch. Das war's. Das waren wieder 3 Indie-Horror-Games. Ich muss sagen, das neue Update war nicht sehr gut. Das andere Spiel, Dire, war gut. Nicht überragend gut, aber gut. Wirklich, es war wirklich ein gutes Spiel. Mir hat's gefallen. Ich fand das Ende ziemlich stark. Und das hier ist ja von diesem Imika-Games oder so, wo wir schon super viel gezockt haben. Und also ich glaube nicht, dass er das entwickelt hat. Es sind jetzt mittlerweile auch mehrere Leute und die alle arbeiten irgendwie zusammen. Das lassen sie alles über den Namen irgendwie laufen, damit es wahrscheinlich als Qualitätssiegel irgendwie so durchgeht. Aber es war sein Schwächstes. Also da fand ich den Weihnachtskram cooler. Deutlich cooler. Das waren ja die letzten Sachen. Er hat eigentlich coole Games schon gemacht. Oder die haben schon coole Games gemacht. Aber das hier war nur meh. Hashtag meh. In die Kommentare. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich weiß halt nie, ob es geile Games werden oder meh Games. Das finde ich immer im Nachhinein heraus. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Bewerten, kommentieren und tschüss.